Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren super spannenden Four-Fans-Fact-Folge. Und wir haben heute super Themen. Das erste und wohl wichtigste ist gleich mal vorweg der Release-Termin von Wallets of Draenor. Danach kommt einiges über die aktuellen Raids. Wir waren bei den Beta-Tests dabei und am Ende natürlich noch Diablo-Patch 2.1, ob dieser jetzt in den nächsten paar Wochen kommt oder nicht. Aber vieles mehr in der Folge. Los geht es gleich mit der brennenden Info, und zwar Wallets of Draenor, wann kommt es, wann erscheint es, und wir wissen es bald, und zwar am 14. August, und zwar direkt bei der Gamescom wird es die Weltpremiere des Wallets of Draenor Cinematic geben. Das ist ja dieses Einstiegsvideo, was immer super animiert ist, das macht Blizzard wirklich unglaublich, also allein wer sich daran erinnert, Mist of Pandaria und so weiter, Wahnsinnsvideos, und dort wird auch der aktuelle Release-Termin von Wallets of Draenor bekannt gegeben. Unser Tipp ist ja am Ende September. Es scheint es auch sehr realistisch, wenn man die letzten ganzen Patches beachtet und wir auch im Hintergrund sehen können, die aktuellen Raid-Bosse. Es wurden schon sehr, sehr viele getestet. Die erste Raid-Instanz Hochfels haben wir zu Ende gespielt, uns alle Bosse angesehen. Es ist eine etwas kleinere Instanz, gibt es 7 Bosse. Links oben im Video findet ihr wie immer den Link zu unserer Playlist, wo die Bosse eben alle aufgelistet sind. Wir haben hier eine schöne Preview-Playlist gemacht, wo ihr seht, was auf euch zukommt, wie das Ganze so funktioniert von den Bossen her. Das Ganze auch in dem neuen 6.0er Raid-System, also es wird ja da alles in einem flexiblen Modus gespielt, sprich, ihr könnt die Gruppen zwischen 10 und 30 Mann beliebig hoch und runter skalieren und die Boss AP oder auch gegebenenfalls Ads skalieren da einfach mit. Das bedeutet, ihr müsst keinen Freund mehr draußen lassen, also wirklich eine sehr, sehr positive Änderung. Wie ihr im Hintergrund sehen könnt, konnte dieser Boss, das ist der Endboss aus der Hochfels-Raid-Instanz, gleich mal unser kleines Grüppchen mehrfach gesprengt. Also von der Schwierigkeit her, aktuell ist er sicher auf Ragnaros-Niveau, wer es aktuell noch aus Firelands kennt. Und jetzt switchen wir weiter auf Diablo. Hier tut sich auch einiges. Der Patch 2.1 steht vor der Tür. Ich rechne persönlich mit einem Release-Termin in den nächsten Wochen, also noch vor Wallets of Draenor und nicht danach. Soweit sieht das Ganze fertig aus. Es wird immer was nachgepatcht. Die Legendary Gems wurden alle hinzugefügt und getestet. Die seht ihr hier im Hintergrund. Wir zeigen euch zum Beispiel mal gerade den Verderber und so weiter. Also wir haben ein kleines Video gemacht in unserer 2.1er-Playlist, wo ihr die Effekte der einzelnen Legendaries präsentiert bekommt, also der einzelnen Legendary Games, und dann genau sieht, ah, dieser Stein macht das, wenn ich ihn upgrade, bekomme ich so und so viele Punkte hinzu und so weiter, damit ihr hier nicht blauäugig ins Verderben läuft. Und dann natürlich noch eine sehr, sehr wichtige Info, und zwar die Schlüsselwächter werden mit Patch 2.1 wieder interessant, denn es gibt ein neues Item, das sogenannte Höllenfeuer-Amulett, was ihr unbedingt braucht für euren Diablo-Charakter. Und jetzt am Ende habe ich noch eine kleine Frage an euch, also wieder so ein kleines Rätsel. Wer weiß denn, welches Video bzw. welche Musik hier im Hintergrund des Videos abgespielt wurde? Ich bin schon gespannt, wer der Richtige ist und ob ihr es überhaupt erratet. Und wir sehen uns das nächste Mal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.